Brickradio ist eine integrative Radioredaktion des ORF-Programms Ö1 Campus und ist unglaubliche 20 Jahre alt geworden. Unglaublich deshalb, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit und ohne Behinderungen machen jede Woche ehrenamtlich eine neue Sendung, das heißt, sie arbeiten unbezahlt. Diese 20 Jahre nehmen wir zum Anlass, um uns grundsätzlich die Situation von Journalistinnen und Journalisten mit unterschiedlichen Behinderungen in der österreichischen Medienlandschaft anzusehen. Unsere heutige Jubiläumssendung lautet Medien und Inklusion zur Partizipation behinderter Menschen in der Medienlandschaft Österreichs. Mein Name ist Gerhard Wagen und ich heiße alle Zuhörer hier im ORF Radiocafé vor den Radiogeräten oder Smartphones via Podcast oder aus dem MP3-Archiv herzlich willkommen, aber ganz besonders meine heutigen Gäste hier im Radiocafé. Vor der Fragestellung würde ich alle bitten, sich auch mit folgender Frage vorzustellen, nämlich zum Thema gemäß, wie sind persönlich Ihre Zugänge zu Medien und Inklusion? Also welche Zugänge haben Sie zu diesem Thema? Und ich möchte der Reihenfolge hier beginnen mit Martin Ladstätter von BIZEPS, dem Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Hallo. Zuerst einmal Gratulation zu 20 Jahren. Ihr habt es ziemlich toll gemacht. Kurz zu mir, ich betreibe einen Nachrichtendienst für Menschen mit Behinderungen seit 25 Jahren. Ziemlich viel deswegen mit Journalismus zu tun und seit 2 Monaten haben wir eine Radiosendung bei Radio Orange, die nennt sich Barrierefrei auf. Als nächsten Gast möchte ich Herrn Martin Habacher, er ist Social Media Berater, begrüßen und möchte fragen, was sind Ihre Zugänge zu Medien und Inklusion? Hallo, das auch von meiner Seite mal Happy Birthday. Ich singe nicht, weil es wird den Äther platzen lassen. Aber mein Zugang zu Medien und Behinderung ist sehr leichtfüßiger und flapsiger, würde man sagen. Ich bin YouTuber und Social-Media-Mensch, mein Geld verdiene ich mit Social-Media-Beratung, aber mein Herzblut, wenn man so sagen möchte, steckt darin, den Menschen da draußen, behindert oder nicht behindert, ein alternatives Bild vom Leben eines Menschen mit Behinderung zu präsentieren via den aktuellen Möglichkeiten, die da wären. YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat und Co. Dazu lasse ich die Menschen an meinem Leben teilhaben und versuche so eine Alternative zu den üblichen Zeitungsberichten und der besser werdenden, aber immer noch nicht optimalen Präsentation von Menschen mit Behinderungen in Licht ins Dunkel und Co. darzustellen. Einfach um eine Alternative anzubieten. Aber als Journalist bin ich definitiv keiner. Aber nicht manchmal Sachen auf dich. Danke. Mein nächster Gast, den kennen Sie, Christoph Dirnbacher, Chefredakteur Ö1 Campus Brickradio. Auch an Sie die Frage, was sind Ihre Zugänge zu dem Thema Medien und Inklusion? Grundsätzlich habe ich einen sehr privaten Zugang. Ab 22 Uhr gehören Radio und Fernsehen mir. Mein Lebensgefährtin kann ein Lied davon singen, weil ich mir einfach sehr gerne Sachen anschaue, anhöre, weil ich einfach ein neugieriger Mensch bin. Ja. Das ist einmal das Erste. Und in Bezug auf Journalismus und Menschen mit Behinderung strebe ich persönlich nach einer Darstellung, die einfach möglichst viele, um nicht zu sagen alle Menschen, einschließt. Wenn ich eine Reportage über den Wiener Prater höre oder lese, dann möchte ich auch gern wissen, welche Möglichkeiten habe ich dort als Mensch mit einer Gehbehinderung? Oder welche Möglichkeiten habe ich dort, wenn ich hinkomme und nicht alles sehen kann? Das heißt, mir geht es nicht darum zu sagen, hier das Behindertenfernsehen, dort das Behindertenradio und hier das Normalprogramm, sondern es geht um einen Zugang, der alle mitnimmt und auch alle mitbedenkt. Weil wenn ich eine Reportage mache über Frauen am Arbeitsplatz oder in der Arbeitswelt, dann frage ich auch nicht lauter Männer. Fritz Hausjell,
Professor am Institut für Publizistik an der Universität Wien. Auch die gleiche Frage, Ihre Zugänge zu Medien und Inklusion. Ja, ich habe ein bisschen Gewissenserforschung gemacht vor mittlerweile gut 15 Jahren, denn ich dachte, dass ich eigentlich ein sensibler Mensch bin und dass ich in meinen Lehrveranstaltungen auch die jungen Studierenden versuchte, auf den Beruf des Journalismus gut vorzubereiten. Und ich habe meine alten Lehrveranstaltungsunterlagen durchgesehen und in dem Programm gab es so eine Rubrik, wie Journalismus, die hieß so in etwa wie Journalismus über Randgruppen, sozial Schwache und irgendwas anderes stand dann auch berichtet und dann waren da aufgelistet unter anderem Menschen mit Behinderung. Und wie ich das dann im Zusammenhang mit dem Begleitforschungsprojekt mir nochmal angeschaut haben, was wir da sozusagen an Literatur und alles uns auch schon immer angeschaut hatten, war ich über die Terminologie selber sehr erschrocken, weil ich hatte eigentlich erst in diesem Begleitforschungsprojekt, das war der integrative Journalismuslehrgang, den der Franz Josef Reinig damals in die Welt gebracht hat, wirklich intensiv, direkt mit Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zusammengekommen und habe zum Glück festgestellt, das sind keine schwachen Menschen, das sind keine Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind, dass sie medial manchmal an den Rand gestellt werden, ist ein anderes Thema. Aber ja, also das ist, ich glaube, bezeichnet auch sehr stark, dass man selber, wenn man aus einem Bildungssystem kommt, in dem man, so wie ich, nie mit einem Menschen mit Behinderung direkt zu tun hatte, dass man dann ein sehr schräges Bild hat. Und dieses Bild ist geschuldet doch relativ stark dem, wie es uns über Medien vermittelt worden ist. Und seither, finde ich, hat sich einiges gebessert, aber es ist auch noch vieles zu tun. Danke. Konrad Mitschka, Public Value Kompetenzzentrum im ORF. Auch die gleiche Frage, was ist Ihr persönlicher Zugang zu Medieninklusion? Mein Zugang ist, ich mag Inklusion, weil ich Inklusion mag. Mag ich Klischees nicht. Ich habe mir also, wenn man so will, eher der Idee verschrieben, gegen Klischees anzutreten und das sowohl auf einer persönlichen Ebene. Ich denke mir, niemand hier in diesem Raum, niemand, der uns zuhört, ist frei von ihnen. Es ist ein, so ähnlich wie die Demokratie, ist etwas, was man in Permanenz erwerben muss. Muss sich permanent hinterfragen, muss permanent daran arbeiten, dass man nicht in die Klischeefalle tappt. Und ich habe mich aber auch sozusagen der Idee verschrieben, möglichst wirksam zu werden, wenn es darum geht, mit Klischees bei anderen aufzuräumen. Weil ich glaube, dass das ein sinnstiftender Beitrag ist, hin zu einer inklusiveren Gesellschaft, als der, in der wir momentan leben. Ja, ich danke für den Beitrag mit den Klischees und ich möchte da gleich einhaken, denn auch die UN-Behindertenrechtskonvention hat darauf aufmerksam gemacht, dass es eben diese gängigen Rollenklischees gibt, mit einseitiger diskriminierender Darstellung. Und wir haben die Erfahrung gemacht hier in dieser Redaktion, dass eben persönliche Begegnungen, das Miteinander reden, das Miteinander arbeiten, sehr, sehr viel an diesen Barrieren im Kopf, an diesen Klischees auch beseitigen kann. Und da geht es dann nicht mehr darum, was ist gut vermarktbar oder welche Kriterien werden erfüllt oder ja, wir wissen es ja eh, die Leute, die besondere, tolle Leistungen bringen, trotz ihrer Behinderung oder die so leiden und arm sind, und denen man helfen muss und denen man spenden muss und für die man was da ist. Also wir haben Bewunderung und Mitleid,
als diese zwei großen Gegensätze, aber erstaunlich wenig, kommt mir vor, noch immer erstaunlich wenig Normalität, ich möchte es fast sagen, erleichternde Normalität in dieser aufgeladenen, emotional aufgeladenen Darstellung, die manche, sagen wir so, noch immer in den Köpfen haben. Ja, und ich möchte noch was anderes dranhängen, was für mich ganz zentral auch damit zu tun hat. Ich glaube, das gäbe es nicht, wenn es mehr Betroffene, sichtbar Betroffene Leute, Journalisten und Journalistinnen mit Behinderung gibt. Und deshalb meine Frage jetzt, warum gibt es in Österreich so wenig sichtbare Journalistinnen oder Journalisten mit Behinderung, obwohl internationale Beispiele, und jetzt sage ich es auch noch einmal, es ist heute schon zweimal gesagt worden, wie aus dem Vereinigten Königreich mit dem früheren Channel 4 Moderator Matt Fraser, den haben wir noch nicht erwähnt, oder übrigens ein erfolgreicher Entertainer war und Fernsehmoderator, oder Damon Rose, den haben wir schon angesprochen, das ist nämlich der blinde Fernsehjournalist. Der Einzige, der mir hier einfällt, im weitesten Sinne wäre der Hermes Fettberg, will kann man ja sagen, adipös, ja, der wirklich so eine kultige Figur war, aber ich kenne sonst eigentlich niemanden, ja, es gibt da und dort schon welche, aber niemand, der so zentral ist, dass die Leute den. Also warum gibt es so wenige Journalisten und Journalistinnen mit Behinderung? Ist das ein Aufzeig, Christoph Dierenbacher? Wollen Sie gleich was dazu sagen? Das ist relativ leicht erklärt. Ich glaube, es scheitert an den Bildungszugängen einerseits, weil wenn ich heute noch darum ringen muss, dass ich eine ganz normale Schulbildung kriege und ich schaue hier Martin Nachtstädter relativ direkt und klar an, dann ist ganz klar, dass ich keine Matura machen kann, dass ich keine Bildung mir aneignen kann, die mir dann später erlaubt, im Journalismus vielleicht Fuß zu fassen. Ja? Das ist das eine. Und das andere, ganz zentrale, ist, man muss endlich damit aufhören, Leuten mit Behinderung den Journalismusberuf auszureden. Das ist eigentlich, wenn ich das schon höre, ja, wie machen Sie denn das? Na, wie kommen Sie denn zu den Interviews? Naja, mit persönlicher Assistenz oder ich mache ein Studiointerview oder ein Telefoninterview, wie auch immer, die Infos brauche ich. Wie ich zu Ihnen komme, da weiß ich schon Mittel und Wege. Ja, aber dieses ständige, ja, das geht doch nicht und oh, wie soll das gehen, damit müssen wir aufhören. Das ist wirklich Schnee von vorgestern. Ja, Martin Landstedt, das ist persönlich angesprochen worden. Ich weiß nicht, ob ich den Christoph Dierenbacher richtig verstanden habe, aber er meint offensichtlich, dass eine wichtige Voraussetzung ist, dass Inklusion schon viel früher beginnt, nämlich bei den Kindern und Jugendlichen in der Schule. Was ist Ihr Standpunkt zu diesem Thema Behinderte, mehr Behinderte, sichtbare Journalistinnen und Journalisten? Die Antwort auf die Frage ist eigentlich relativ komplex und ist sicher nichts, was man von heute auf morgen erreichen kann. Ich will ein bisschen in die Vergangenheit hinweisen, wie das damals war. Also wie wir unseren Nachrichtendienst vor 25 Jahren gegründet haben, haben wir das nicht gemacht, weil es einfach so fad war, sondern weil einfach die Medien nicht über uns berichtet haben und wenn sie über uns berichtet haben, nicht so wie wir uns das selbst vorgestellt haben. Die Zeiten sollten eigentlich vorbei sein, wo diese Randprogramme sind. Also wir sind jetzt von der Phase gewesen, man berichtet nicht mit und über uns, über die Phase, man lässt uns so kleine Ecke da, wo wir halt machen können, was wir wollen, ohne irgendwie groß dem anderen zu stören. Ich glaube, in dieser Ecke sind wir noch relativ intensiv. Aber wir sollten langsam schauen, wie es uns gelingt, in den Mainstream zu kommen. Es ist seit wenigen Tagen beispielsweise leicht lesen, Standard auf Teletexten OE. Jetzt kann ich natürlich sagen, das ist ein Behindertenthema, aber ich kann sagen, nein, das ist ein Zugänglichkeitsthema, das nützt uns allen. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, welche Sendungen, und zwar tolle Sendungen, Freak Radio gemacht hat, dann finde ich es eigentlich schade, dass das beinahe unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert ist. Ich hätte mir davon viel, viel mehr, viel eins erwartet, erhofft, gewünscht.
natürlich kann man sagen, okay, das ist eine ehrenamtliche Redaktion, die ich gewähren lasse. Fände es aber gut, wenn der ORF nach dieser 20-jährigen Erprobungsphase so ganz intensiv einmal sagt, ich will, wie die BBC, ganz intensiv diese Leute in meinem Mitarbeiterinnenstab habe. Und zwar mit aller Kompetenz, die sich hier in 20 Jahren aufgebaut hat. Das kann ich jetzt nicht passieren lassen, sondern das muss ich aktiv angehen. Das heißt, ich muss mir die besten Leute aus dieser Redaktion für Beiträge in anderen Redaktionen wirklich holen. Darüber wird schon über ein Jahrzehnt gesprochen. Man müsste es tun. Und wenn uns das gelingt, und da haben wir sehr viel zu tun, weil hier stört noch ein bisschen das Bildungssystem, dass sehr viele behinderte Menschen keine sehr gute Ausbildung haben im Journalismus und sehr viele nicht behinderte Menschen, die eine gute Ausbildung haben, keine Erfahrung mit behinderten Menschen, da hakt es ein bisschen. Da wird man ein bisschen nachschubsen müssen. Und das ist mein Ansatz. Der ORF, und das sage ich auch, alle anderen Medien müssen sich wirklich viel, viel intensiver um diese Personen kümmern. Ich war jetzt 2,5 Jahre Bundeskanzleramt in einer Arbeitsgruppe, wo wir über dieses Bild von Menschen mit Behinderungen und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Journalismus gesprochen haben, Konzepte erarbeitet haben. Es gab auch diese Studie von Mediafirst, die sicher schon erwähnt wurde. Hier ist viel zu tun, hier muss man aber ganz strukturiert die Sache angehen und nicht gewähren lassen. Also ich wünsche mir Freak Radio in 20 Jahren als fixe Sendeschiene eines ORFs, der es vielleicht in U1 bringt, aber zumindest jenseits von minimales Niveau. Danke. Und da ORF ist angesprochen, dann spreche ich jetzt Herrn Konrad Mitschka an. Dazu Stellung zu nehmen, was der Martin Landstätter hier gesagt hat, weil der ORF ja jetzt gerade angesprochen worden ist. Wie sehen Sie das? Ich wollte zuerst noch zu Christopher sagen, wenn du mir Christoph Wimbacher was sagen, wenn das gestattet ist. Und zwar, ich finde ja, es ist auch so ein Klischee, dass Behinderung sichtbar ist. Also weil vorhin irgendwie so drüber geredet wurde, man muss für mehr Sichtbarkeit sorgen. Und ich glaube, man muss sich auch ernsthaft sozusagen die Frage stellen, also es geht ja, glaube ich, zumindest, nicht, oder es darf ja nicht nur um den Rollstuhl gehen, um ein Beispiel zu bringen. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das zweite, dass ich zudem mit dem Traum mit 20 Jahren, ich finde es großartig, wenn Sie uns schubsen. Nicht aufhören, weitermachen. Ich würde auch darum ersuchen, nicht nur den ORF, sondern alle anderen Medien zu schubsen. Ich weiß, dass das zum Teil auch passiert. Ich glaube, ohne Schubsen wird es nichts werden. Und bevor, ich bin jetzt kein Unternehmensvertreter im Sinn von, das hätte ich gern. Ja. Hätte ich manchmal gern in meinen größten wahnsinnigen Träumen oder so, dass ich dann aufstehe und sage, Wahnsinn, okay, das machen wir. Das ist einfach eine gute Idee. Ja. Also das kann, das ist nicht. Und ich glaube, es ist niemand hier auf der Bühne, dem es so ähnlich geht. Ich glaube, wir müssen kleine Schritte setzen in diese Veranstaltung hier. Ich finde das irgendwie großartig, was Christoph Dierenbacher macht. Ich finde das super, dass das geht. Ich schaue, dass ich an meiner Ecke bastle. Public Value Bericht haben wir beispielsweise einfach veröffentlicht, wie man mit Klischees im Fernsehen, aber auch im Radio umgeht, also wie man sie tunlichst vermeidet. Vielleicht dazu auch noch ein Wort, die Kollegin Waldhäusl, die ein sehr intensives Skript erarbeitet hat, wie man medial mit Behinderung umgehen soll oder mit behinderten Menschen umgehen soll, sprachlich, bildlich etc., hat geschrieben, und das fand ich auch sehr lesenswert, auch behinderte Menschen dürfen leiden. Das kommt dann manchmal irgendwie so zu kurz, ja. Auch in der Einmoderation haben Sie gesagt, Sie können schon nicht mehr hören, das verstehe ich. Ich kann es auch schon nicht mehr hören oder sehen. Aber umgekehrt, aber das geht nicht mit dem Pathos. Generell unterstellt wird, ohne es zu hinterfragen. Weil es gibt durchaus Menschen, die mir sagen, vor dem Mikrofon,
mir tut alles weh, ich leide unter meiner Erkrankung, / Behinderung. Ja. Das ist vollkommen okay. Aber es generell allen zu unterstellen, nein, so wie ich allen Männern, die wenig Haare am Kopf hätten, generell unterstellen würde, sie würden im Winter frieren. Das ist also aus meiner Sicht die Unterstellung, sie hätten mehr Testosteron, würde ich mir gefallen lassen. Ich wollte aber noch anmerken, ich glaube, es gibt, mir fällt, weil der vorher nicht genannt wurde, mir fällt der Kollege näher ein. Also immer wieder, glaube ich, gibt es kleine Schritte, wo der ORF sich schon in die passende und richtige Richtung bewegt. Und ja, ich kann es nur noch einmal wiederholen, bitte schubse Sie uns weiter. Fritz Hausier. Ja, ich glaube, ein Punkt, der tatsächlich für Veränderung immer sehr hinderlich ist, ist eben die Wahrnehmung der Wirklichkeit, wie sie eben bis jetzt ist. Ja? Das heißt, wir brauchen letztlich immer Role Models. Ja? Die muss man tatsächlich eine gewisse Zeit lang, ob das jetzt nett ist, aber man muss es tun, in die Auslage stellen. Ja? Der ORF hätte ein Role Model gehabt, der hat einen Sportreporter gehabt, mit dem ein Arm fehlte. Ja? Das tun wir. Ja? Nein, nicht er, der zeigt den ja. Ne? Ein älterer, in den 60er Jahren, mir fällt jetzt der Name. Kurt Jeschko. Kurt Jeschko, ja, also eine alte Kriegsverletzung. Der hat immer so moderiert, damit man das nicht sah. Ja? Das heißt, er hat es immer so seitlich hingeschaut. Wobei man jetzt eigentlich sagen könnte, in der Zeit nach diesem fürchterlichen Zweiten Weltkrieg, war es ja wohl keine Schande, dass man dort so hervorgegangen ist, aber trotzdem, dass so das Image der Journalisten war, ich bin ein Mensch und nicht, dann doch ein bisschen so in diese Richtung eines Reisers. Ist das nicht großartig, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt? Ja, gerade dieses Beispiel finde ich ja super, früher und es ist versteckt und heute kann man, schon, kann man sich voller Stolz hinstellen und es ist einfach egal. Ja. Und es ist so egal, weil es egal sein muss. Aber das eine sind die Bilder, ich glaube, wir sind uns hier ja einig, aber auf der einen Seite, wenn ich mir anschaue, es gibt die theoretische Bereitschaft, wir haben das vor 15 Jahren abgefragt, ich glaube, 3/4 der Redaktionen haben sich problemlos vorstellen können, Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zu beschäftigen als Journalisten. Aber wir sind ganz weit entfernt von dem Zustand, dass in 3/4 der Redaktionen auch nur eine oder einer sitzt. Ne? Und Bereitschaft ist das eine und das andere ist sozusagen, wie kommt es zum Handeln. Jetzt muss man auf der anderen Seite ein gängiges Argument, das immer wieder gebracht wird, ja, gibt es denn die? Ne? Da kann man leicht sagen, ja, bei Freakardio gibt es genügend, die das können, die das lang genug bewiesen haben. Und auf der Publizistik gibt es auch immer wieder viel zu wenige aus meiner Sicht. Ja, das ist der nächste springende Punkt, der schon erwähnt worden ist. Solange das Bildungssystem die Separation so praktiziert hat, ist natürlich für diejenigen, die dann als Entscheider sitzen, die ihr Leben lang real keine Menschen mit Behinderungen wahrgenommen haben und nicht wissen, wie geht ein ganz normal um damit. Ja? Ja, ist das ein armes Haschau? Ein armes Haschau kann man nicht brauchen in der Redaktion. Das ist so die Vorstellung. Und daher, klar, mit der Veränderung im Bildungsbereich wird sich hier auch was verändern. Das ist, war übrigens nicht anders beim Thema der Eroberung der Frauen in den Redaktionen. Ja, ab den 70er Jahren ist deutlich die Situation für Frauen verbessert worden, was die Bildung anbelangt. Und ja, Journalismus ist nun primär ein Beruf, der eng mit Bildung zu tun hat. Und dann gibt es, denke ich, noch die Frage, und die ist auch nicht ganz unwesentlich, weil dort auch die Role Models geprägt werden, nicht nur in den realen Medien, sondern auch im Fiktionalen. Suchen Sie sich einen Film, eine Serie, in der
eine Journalistin oder ein Journalist eine Haupt- oder eine wesentliche Nebenrolle spielt. Sie werden ganz viele finden, aber sie werden wahrscheinlich keine finden, wo jemand im Rolli sitzt oder blind ist oder eine starke Hörbeeinträchtigung hat. Ja, ich freue mich ja sehr, dass die Diskussion so von selber fast geht, weil spart mir viel. Ich möchte aber trotzdem einen kleinen Aspekt noch hineinmogeln, damit wir auch ein bisschen andere Aspekte haben. Martin Lastetter wollte was sagen, vielleicht können Sie auch was dazu sagen, wie wir haben jetzt schon gehört, die Role Models, wie sehr beeinflussen eigentlich überhaupt Bilder, die der Journalismus bietet, die Gesellschaft, und hat sich da was geändert in der letzten Zeit? Aber Sie wollten zuerst noch antworten. In Wirklichkeit ist es ja die gleiche Frage mit den Rollenmodels. Ich glaube, wir sollten auch vorsichtig sein, dass wir das, was wir als Fortschritt sehen, eigentlich nicht als Zementierung des Status quo erleben müssen. Ich nenne hier jetzt wieder mal den ORF als Beispiel. Es stimmt, wir haben auch im ORF behinderte Moderatorinnen in den letzten 10 Jahren gehabt. Ich erinnere an eine Schreiberin im Rollstuhl und an den Licht ins Dunkel und Sportreporter ohne Grenzen, dem ein Arm fehlt. Aber es ist halt sehr eindeutig, für welche Sendungen die wieder herangezogen werden. Warum macht er nicht Report? Warum macht er nicht Hohes Haus? Sondern warum muss er eine Behindertensportsendung machen? Warum muss er Licht ins Dunkel moderieren? Ja, klar, hier gibt es vielleicht einen nahe Bezug, aber ich glaube, es ist eigentlich ein Kasten, was hier aufgebaut worden ist. Es käme heute niemand mehr auf die Idee zu sagen, wenn ich eine Frau in der Redaktion habe, dann macht die grundsätzlich nur Frauenthemen. Bei behinderten Menschen ist das leider noch immer so. Ich finde es auch schade, dass in diesem Podium hier nur Männer sind. Das wäre wahrscheinlich eine eigene Sendung wert, aber... Ja, aber ich glaube, man sollte das auch nicht unterschätzen. Das kann auch Teil der Intuition sein. Ich möchte an der Stelle jetzt auch ausnahmsweise eine persönliche Erfahrung einbringen. Und zwar haben wir im integrativen Journalismuslehrgang, nachdem einige hier am Podium auch teilgenommen haben, Fritz Hause war einer unserer Lehrer und hat die Begleitstudie gemacht, haben wir neue Sendungen entwickelt. Und zwar kann mich erinnern, ich habe das Projekt einer Gesellschaftsreporterin, die immer wieder Interviews mit interessanten Menschen macht, die aus ihrem Leben erzählt. Diese Interviews finden an Orten statt, die für die Persönlichkeiten relativ wichtig waren. Die Gesellschaftsreporterin ist aber Rollstuhlfahrerin. Sollten diese Orte nicht barrierefrei sein, wird sie regelmäßig mit Hilfsmitteln wie mit einem Kran actionreich zum jeweiligen Aufnahmeort transferiert, so die Fantasie. Und ich habe ein Assessment gemacht hier im Hause und habe das auch vorgetragen. Und die Reaktion war, fühlen Sie sich als Missionar? Also völliges Unverständnis dafür. Okay, ich gebe zu, ist ja wirklich sehr weit hergeholt und wirklich sehr, sehr ein bisschen abstrus. Aber wie gesagt, wir hatten ja auch den Herrn Fettberg, der eine... Also das wäre meiner Meinung nach eine Möglichkeit des Einstiegs. So, und jetzt habe ich aber den Herrn Habacher noch nicht gefragt, nach Ihren Zugängen und auch vielleicht so nach den Bildern, die auch Sie selbst vielleicht vermitteln. Und wollte da vielleicht auch noch ergänzen, fühlen Sie sich eigentlich adäquat dargestellt oder fühlen Sie sich schon manchmal auch, wie heißt ein Freak Radio, als Freak dargestellt? Okay, das waren jetzt viele Sachen. Was hast du zuletzt gesagt? Das war sehr wichtig. Ich habe gesagt, vielleicht macht man eigene Sendung zum Thema. Nein, wurscht. Anyway, fühle ich mich gut repräsentiert in den Medien. Ich bin YouTuber und präsentiere mich selber, nicht ohne Grund. Ich habe gesagt, ich will ein alternatives Bild von Menschen mit Behinderungen präsentieren. Ich habe gerade mein 5-jähriges Bestehen als Selbstständiger begangen, aber ein Video dazu gemacht und gesagt, dass ich eigentlich ein ziemlich geiles Leben habe,
wie ich sage schon, ich verdiene gerade so viel Geld, um meine Rechnungen zu bezahlen, bin damit mehr als glücklich. Ich habe Freizeit, ich bin privilegierter als die meisten nicht behinderten Menschen, die 9 bis 18 Uhr im Büro sitzen und irgendwann Scheiß hackeln und einen Chef haben, der sie am Arsch stirbt. Oder mit Studenten umgehen müssen, die einfach zu dumm sind und korrekte Sätze zu schreiben, irgendwelche Arbeiten und trotzdem anzuholen, manchmal. Und es ist, ich glaube, dass viele Menschen frustrierter sein Leben als ich, was Berufstätigkeit betrifft. Das ist das eine. Das, deine Universität, ja, ich habe Publizistik studiert, im alten Gebäude noch. Die Publizistik war verteilt, die Vorlesungen auf die ganze Hauptuni. Das war eine Erfahrung, im wahrsten Sinne des Wortes. Und immer wieder eine, Lift, gell? Eine, es war immer eine so eine Scavenger-Hunt, eine Schnitzeljagd. Man hat suchen müssen, wo die Vorlesungen sind und komme ich da hin, wie ist der Weg. Das war also ziemlich mühsam. Jetzt ist es ja neu, die Publizistik, und da sagt der Hausherr, ich bin gerne mal bereit, über Social Media und Behinderung in einigen Vorlesungen zu reden. Komme ich gern vorbei. Außerdem finde ich gern als nicht Abschluss war, dann an der Uni etwas weiterzugeben. Das sind die Erfolgreichsten. Richtig, das sind die Erfolgreichsten. Und jetzt Medien allgemein, also wie gesagt, es ist gesprochen worden von, es sind keine Journalisten da, mit Behinderung keine Role Models. Entschuldige. Wenige Role Models. Entschuldige. Natürlich seid ihr Standardbonus. Gut aussehen, die übrigens auch. Ich bewahre die jetzt nicht, aber. Ich selbst werde oft als... Das war nicht immer so eine Comedy-Sendung. Ich aber. Das kann ich nochmal konzentrieren. Wir sind so weiter. Ich werde oft als Vorbild gesehen und oftmals ist es gut und okay, oftmals ist es aber auch nur, was ja schon erwähnt worden ist, wie du das machst. Was? Ja, du steckst da, du bist da. Ja, ich bin in der Frau gesagt, meine Zähne putzt da am Klo, hat mich angezogen und hat die Wohnung verlassen. Nichts anderes, als wie du auch gemacht hast. Solche Sachen kommen einfach immer, dass die Leute gleich so erstaunt sind, wenn man überhaupt existiert oder die Wohnung verlassen hat. Dann ist das immer gleich, wow. Andere wiederum sind einfach auch begeistert davon, dass ich selbstständig bin, dass ich einen Job mache und dass das alles da ist. Und manchmal sind es Menschen mit Behinderungen, die sagen, hey, finde ich cool, ich möchte auch so wie du. Und das ist auch der Punkt, was ich sage, es ist oft angemerkt worden, es gibt zu wenig Vorbilder, zu wenig Journalisten. Meine Antwort ist immer das hier. Und für die Radiozuhörer, ich halte mein Handy hoch. Das ist für mich so eine Allzweckwaffe geworden. Ich kann damit Podcasts kreieren, ich kann damit Videos machen, ich kann damit bloggen und ich brauche heutzutage nicht mehr einen Blog zu bloggen. Ich kann auch auf Facebook einfach Texte, längere Texte schreiben und das täglich auf meinem privaten Facebook-Profil. Ich kann das selber machen auf Instagram, ich schicke ein schönes Foto und dann kann ich einen elendlangen Text dazu schreiben und habe dort eine Blogging-Plattform. Und dann finden sich Leute, und das weiß ich aus Erfahrung, wenn du Geschichten hast über dein Leben, über das Leben als behinderter Mensch oder einfach auch Dinge, die du so erlebst, beim Urlaub und wie auch immer. Und es gibt Leute, die sich das zum Anschauen, multiplizieren, kommentieren, teilen und mit dir interagieren. Und auf einmal bist du auch relevant. Und auf einmal kommen diese klassischen Medien auf dich zu und fragen, hey du, das ist aber eine gute Geschichte, wir wollen dich da zu dem Thema interviewen, weil du scheinst dich damit auszukennen. Und boom, ist man auf einmal ein Role Model, ist man im journalistischen Bereich tätig, wenn das das Ziel ist. Das geht ja, kann ja Infotainment, ja, oder reines Entertainment, das ist auch super. Aber das Telefon, Social Media, bietet so viele Möglichkeiten und gerade für Freak-Radio-Menschen
die ja wissen, wie es geht. Wenn ihr das einfach auch noch zusätzlich für euch verwenden würdet, als privater Kind, dass ihr ein Profil aufbauen und dann einfach, glaubt nämlich sogar, dass man mit dem Handy mehr Leute erreichen kann als mit dem Campusradio, was ich jetzt nicht cool und so. Aber die potenzielle Reichweite ist einfach um vieles mehr. Und es gibt keine Anbetungen für irgendwas, du machst es einfach selber. Und wenn du eine gewisse Relevanz erreicht hast, dann kommen auch die Leute zu dir und wollen von dir Interviews hören. Das glaube ich hundertprozentig, das funktioniert bei Nichtbehinderten und es funktioniert bei uns genauso. War ja kein Zufall, dass ich die Leute heute auch am Handy begrüßt habe. Es freut mich sehr, dass diese Sendung zu ernsthaften Themen, aber trotzdem auch kurzweilig vor sich geht und vor sich gehen kann. Aber kurzweilig ist schon mein Stichwort. Die Zeit vergeht wahnsinnig schnell und ich muss jetzt die Schlussrunde beginnen und da versuche ich mehrere Aspekte und Sie können sich dann aussuchen, wo Sie Ihren Schwerpunkt drauflegen, die ich noch gerne hineinbringen wollte. Und zwar, was ist einerseits für Sie eine stimmige Darstellung, die Sie sich wünschen würden, dieses Themas Inklusion, Darstellung behinderter Menschen in den Medien? Und wie glauben Sie, dass sich die Medienlandschaft in puncto Inklusion noch entwickeln wird oder entwickeln soll? Ja, also Entwicklung der Zukunft. Und jetzt möchte ich das gerne umdrehen und mit Konrad Mitschka beginnen, bitte. Okay, also wenn ich meine Fantasie, wie es sein soll, so, dass es mir nicht auffällt und sonst auch niemand, das finde ich super. Eigentlich möchte ich dazu gar nicht mehr sagen, das würde mir völlig reichen. Danke. Fritz, ich höre. Fritz Haus jetzt. Ja, kürzer kann man es nicht formulieren. Und kurz formuliert ist natürlich journalistisch der Sieger. Jetzt kann ich nur mehr als Wissenschaftler sozusagen konkurrieren mit dir. Ihr schreibt sich mal länger. Ja, dabei schreiben wir nicht nach Zeilen von der Wahl zum Glück. Ne? Ja, das ist der zentrale Punkt. Die Frage ist immer, was ist das Ziel? Und das ist das Ziel, dass es uns nicht mehr auffällt. Aber der Weg dorthin, würde ich sagen, wir werden, fürchte ich, in 20 Jahren beim nächsten Jubiläum da sitzen und feststellen, dass wir es nicht erreicht haben. In Kenntnis der Langwierigkeit von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, würde ich sagen, also ich bin sonst bekannt als grenzenloser Optimist, aber ich bin auch realistisch und weiß, wir haben die Frage, dass Frauen genauso in den Redaktionen sind, wie sie in der Gesamtgesellschaft sind, haben wir in den 60er Jahren und 70er Jahren intensiv schon diskutiert. Und jetzt kommen wir dorthin, ja, noch nicht in allen Redaktionen, in einigen sind wir dort. Das heißt, da ist aber dann doch die Zeitspanne von eher 40, 50 Jahren dazwischen liegend. Und ja, eines, es muss uns irgendwie gelingen, dass das Thema im Mainstream, in der Mainstream-Diskussion auch ankommt, weil verändern wird sich tatsächlich auch nur dann etwas, wenn die Mehrheit in der Gesellschaft sich bewusst ist, dass sich das auch ändern muss. Und insofern denke ich, wäre der nächste logische Schritt irgend so etwas, was so ein Exchange-Programm ist. Das heißt also, die Journalistinnen und Journalisten, zum Beispiel hier im ORF, tauschen ihre Plätze für ein paar Wochen, arbeiten in der Frick-Redaktion und Leute von euch aus der Frick-Redaktion arbeiten dann in der Zeit in der Redaktion, wo der bzw. die sonst arbeitet. Das würde nämlich ein Befruchtungsprozess in beide Richtungen sein, ein Wahrnehmungsprozess auch, ich erlebe es manchmal,
dass Menschen, die im ORF, auch hier im Funkhaus sind, die zum ersten Mal dann von Frickradio hören, weil sie gemeinsam auf einem Programm drauf sind, auf einem Fortbildungsprogramm und dann fragen, was ist Frickradio? Da weiß ich dann, dass wir schon noch sehr, sehr, sehr viele Meter vor uns haben. Ja, Christoph Dirnbacher, Ihnen lasse ich das Schlusswort, der Herr jetzt Martin Habacher, bitte. Ja, ich bin ein großer Verfechter von Social Media. Ich glaube, der Weg, damit wir eine normale Medienwelt bekommen, wo jeder vertreten ist, geht nur über diese Emanzipation von behinderten Menschen, bis sie freimachen von irgendwelchen Strukturen und diese vorhandenen Mittel verwenden und lernen, sie so zu verwenden, wie es die Profis, die Brands, die großen Unternehmen, die großen Stars verwenden. Weil es ist ja die einfachste und leichteste Möglichkeit, unter Anführungszeichen, auch für uns ein Star zu werden. Es ist vielleicht im Sinne von Weltstar, aber so weit, dass man da ist und dass man eine gewisse Relevanz bekommt. Martin Ladstätter. Die adäquate Darstellung, stimmige Darstellung des Themas bzw. die Zukunft? Ja, die Frage beantworte ich nicht. sondern ich gehe darauf ein, warum machen wir das Ganze überhaupt? Ich glaube, wir machen es nicht, weil wir gesellschaftspolitisch etwas im Hinterkopf haben, was wir umzusetzen haben, so auf Problem belastet, sondern grundsätzlich, weil wir geile Geschichten machen wollen. Und ich glaube, das ist der Ansatz, an dem wir uns viel eher orientieren sollten. Was ist überhaupt interessant? Wie komme ich zu den interessanten Leuten? Und da muss ich schon sagen, die letzten 20 Jahre haben insoweit sehr viel gebracht, dass behinderte Menschen für sich selbst sprechen. Das war vor 20 Jahren in den Medien nicht so. Jeder, der lang genug dabei ist, weiß das. In meinem Job habe ich sehr häufig damit zu tun, dass Kolleginnen und Kollegen bei mir anrufen, du, wer war denn interessant zu Frauen? Also, dass wir auch dieses Netzwerken verstärken. Es gibt irrsinnig viele coole Leute, die keiner kennt. Ja, ich schaue das hier an, Martin. Es gibt irrsinnig viele coole, obwohl die kennen wir schon, die keiner kennt. Nur man muss die Journalistinnen und Journalisten auch zu diesen Leuten bringen. Und was auch ganz wesentlich ist, und da müssen wir schon an uns arbeiten, ist Qualität und Geschwindigkeit. Medien arbeiten heute wahnsinnig schnell. Es ist nicht mehr so, dass du in 3 Tagen schicke da dann meine Zitate, weil das kannst du halt nur beim Profil machen vielleicht, sondern in 20 Minuten hast du das und das muss aber auch funktionieren. Oder ich habe immer wieder, dass bei mir die Intensivredaktion da ist und sagt, okay, 45 Sekunden, kriegst du es rein oder nicht, was du haben willst. Daran müssen wir arbeiten. Das heißt aber auch, dass unsere Leute an der Ausbildung arbeiten müssen. Und wir haben das im Bundeskanzleramt das letzte Mal gesagt, also diesen integrativen Journalismus-Lehrgang, das ist durchaus ein System, das man regelmäßig machen sollte. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Wartungshaltung ist, dass daraus sehr viele Journalistinnen und Journalisten entstehen. Aber wir haben ja in diesem Bereich auch andere Tätigkeiten, sei es in der Öffentlichkeitsarbeit, was das einige bei Landespressediensten arbeiten, also diese Leute gehen uns ja nicht verloren. Vor allem geht uns ja auch die Kompetenz nicht verloren und ja, ich bin optimistisch. Vielleicht der Einzige in dieser Runde, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir in 20 Jahren diese Diskussion hier nicht mehr führen. Danke, und ich finde, es war doch was zur Darstellung auch drin. Last but not least, 20 Jahre Jubilar, Chefredakteur Christoph Dirnbacher, Ihr Schlussstatement. Also ich bin leider schon älter wie 20 Jahre, obwohl vielleicht weiß ich gar nicht, ob ich das nochmal sein möchte. Punkto Medien gibt es 2 Dinge zu sagen. Community Radio, so wie es auch Frickradio ist und war, sind eine gute Sache. Trotzdem werden wir beides brauchen. Wir werden den Mainstream brauchen und wir werden das Community Radio brauchen. Und warum ich auch bitten möchte, das kommt kam ganz am Anfang der Diskussion einmal, einen breiteren Blick auf Behinderung zu haben. Ich kann gar nicht mehr erzählen, wie viele Leute wir im Laufe der Jahre zu Gast hatten, denen man ihre Behinderung
nicht ansieht, verfallet bitte nicht in Ihr Glauben, dass es nur blinde Menschen, Rollstuhlfahrer und vielleicht noch den einen oder anderen gehörlosen Menschen gäbe, der behindert ist. Dem ist sicher nicht so. Es gibt viele, viele, viele Menschen, die Sie da draußen niemals zur Gruppe der Menschen mit Behinderung zählen würden. Und glauben Sie mir, Sie gehören dazu. Und das Dritte ist, eine geile Geschichte ist eine geile Geschichte. Und ich glaube, uns werden die Themen leider nicht ausgehen. Wenn ich mal nur als Exemplar jetzt die Situation der persönlichen Assistenz in Wien anschaue, wo einiges zu tun ist. Ja? Also insofern, die Leute haben wir, wenn auch zu wenige, die Geschichten haben wir, jetzt müssen wir es machen. Danke. Ja, vielleicht findet zum nächsten Jubiläum eine ähnliche Sendung statt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine sehr angeregte und zum Teil auch, wie gesagt, auch sogar witzige Diskussion, nichtsdestotrotz durchaus ernsthaft. Ich bedanke mich für die technische Unterstützung bei Franz Achammer und sage auf Wiederhören, Gerhard Wagner.